auf den Vormarsch gegen die Terroristen. Damaskus, Aleppo, Homs, Hama, Latakia, Idlib und. Panische Funksprüche und Flucht der Terroristen überall. Wenn es so weitergeht, ist Syrien laut russischer und syrischer Militärexperten in weniger als 2 Jahren befreit. Lassen wir uns überraschen. Ich erinnere Sie, vor genau einem Jahr, als die USA angeblich mit Luftangriffen gegen den IS begann. Komischerweise verbreitete sich das Krebsgeschwür des IS in Syrien noch schneller als je zuvor. Und den Rest wissen Sie ja. Oftmals wird heute vom Westen unseren deutschen Politikern und den deutschen Medien von Angriffen der Luftstreitkräfte Russlands auf gemäßigte Rebellen gesprochen. Ich frage aber genau diese Menschen, welche gemäßigten Rebellen meinen Sie? Die gemäßigten Rebellen der Al-Nusra-Front, die etliche Männer enthauptet, Frauen vergewaltigt und Kinder versklavt haben, so wie weltbekannt auf der Terrorliste stehen? Oder meinen Sie die eigentlich schon fast ausgelöschte FSA, deren Terroristen wie die Terroristen der Al-Nusra-Front vorgehen und überall Allianzen mit ihnen und den IS-Terroristen pflegen? Meine Damen und Herren, wir haben keine gemäßigten Rebellen in Syrien. Und wenn sie so gemäßigt wären, würden wir uns freuen, wenn die Menschen, die das über sie behaupten, diese Unmenschen bei sich aufnehmen. Denn wenn so etwas gemäßigt sein soll, dulden wir keine gemäßigte Opposition bei uns in Syrien. Warum haben die das Foto davon gesehen? Abschließend möchte ich sagen, dass unser geliebtes Syrien auch dank unserer ehrenvollen Verbündeten gegen eine Verschwörung der halben Welt bestehen wird und bestehen bleibt. Man kann stolz darauf sein. Unser Syrien wird in die Geschichte eingehen. Wir haben eine Aggression der halben Welt abgewehrt und sie am Ende hoffentlich auch zerschmettert. Hier angekommen möchte ich mich im Namen aller ehrenvollen syrischer Studenten in Deutschland bei der Russischen Föderation unter der Führung des Präsidenten Putin bedanken. Die syrisch-russische Freundschaft wird auf ewig bestehen. Wie heißt es doch so schön, gute Freunde erkennt man vor allem in schlechten Tagen. Danke auch an China, Iran, der ehrenvollen libanesischen Hezbollah, Venezuela, Kuba, Nord- und Südkorea, Argentinien und Bolivien. Danke an unseren Präsidenten Bashar al-Assad und der syrischen Armee und alle gefallenen ehrenvollen Märtyrer. Der Sieg ist nah und er ist unserer. Nieder mit den wahren Diktatoren und Terrorunterstützern in der Türkei, Katar, Saudi-Arabien, Jordanien und dem besetzten Palästina. Allah, Syria, Bashar al-Assad! Allah, Syria, Bashar al-Assad! Allah, Syria, Bashar al-Assad! Wie sagte unser Präsident Assad vor kurzem? Ich bezeichne sie im Westen als Diktatoren, aber in Saudi-Arabien, Jordanien und Katar umschreiben sie mit König und Prinzen. Moran. يا بشار انت العزة هم العار يا بشار يا بشار انت العزة وهم العار Man sagte, naja, Italien können gehört sein, denn die NATO-Staaten Syrien und Syrien entrückten. Uns die Hände reichen, damit diese Imperialisten auch hier in Deutschland auf diesen NATO-Kriegstreiber endlich ein Ende gesetzt wird. Hier ist es da in Abwandlung eines Sprichwortes, was es in Deutschland gibt, möchte ich folgenden Satz ausdrücken. Wer Faschismus, wer Krieg, wer Völkermord und Armut sät, der wird letztendlich Hass und Flüchtlinge abdecken. Und das ist es notwendig. Das drückt das aus, das, was wir zu tun haben. Wir haben dafür zu sorgen, mindestens, dass von Deutschland keine finanzielle Unterstützung, keine Waffen in die Welt gehen, die am Ende, wo am Ende faschistoide Elemente unterstützt werden. Egal, ob es die Ukraine ist, egal, ob es Syrien ist, Saudi-Arabien meine ich in dem Falle. Es ist alles dafür zu tun.
dass das ein Ende hat. Danke, danke, Russland! Danke, danke, Russland!